Hallo zusammen und herzlich willkommen hier wieder bei Tim Boating. Wir haben große Pläne. Wir wollen das erste Mal in diesem Jahr endlich mal für, naja, ein bisschen länger rausfahren. 2 Tage. Und das ist das erste Mal dieses Jahr, dass wir über Nacht bleiben. Wir haben vorletztes Wochenende eine kurze Tour gemacht, um zu gucken, ob soweit alles okay ist, ob alles funktioniert. Und jetzt soll es losgehen und nur mal kurz rausfahren. Das muss alles da rein. Drückt mir die Daumen. Wir sehen uns an Bord nach dem Intro. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, beim Wasser sind wir schon mal. Alles ist verstaut an Bord von Tante Polly. Jetzt fahren wir ein ganz kleines Stück raus, legen an der anderen Seite am Steg an. Wir müssen noch Wasser bunkern. Das kriege ich leider nicht hin, denn der Einfüllstutzen fürs Wasser ist beim Bayliner bei Tante Polly da. Da rankommen, schwierig. So, und dann fahren wir heute Abend noch zur Grelle, aufgrund dessen, dass wir ein bisschen spät dran sind. Und morgen früh, wenn wir dann dort einpacken und weiterfahren. Mal schauen, wahrscheinlich Richtung Marquardt. Ja, mal gucken, wo uns der Wind so hintreibt. Also, bis später. So, an Bord haben wir schon mal alles. Muss aber noch verstaut werden. Guck mal da unten. Mein Lieblingsweibchen ist am Verstauen im Kühlschrank. Und was soll ich euch sagen? Der Kühlschrank ist wie immer viel zu klein. 18.47 Uhr. Wir sind unterwegs in Richtung Grelle. Wasserbunkern hat ein bisschen länger gedauert. Unser Schlauch ist ziemlich dünn, aber ging. Madeleine sitzt vorne und war ganz stolz, dass sie die Leine auflegen konnte, wie Heidi. An dieser Stelle liebe Grüße an Mimi Max. So, Freunde, wir sind angekommen. Unser Lieblingsplatz, Grelle. Ihr kennt es schon. Wir genießen jetzt die Abendstimmung. Erstmal noch ein bisschen Obst. Da so. Und dann nachher gibt es was Ordentliches. Habt ihr das gerade gehört? Sag nochmal. Meinst du? Ich glaube, ich muss heute Abend hungern. Oder kochen. So, ihr Lieben, da man ja mit vollem Bauch nicht baden gehen soll, werde ich das jetzt noch schnell erledigen. Oh, die Badeplattform fällt auseinander. Die Badeleiter, meine ich. Du Cheaters, du wolltest drin springen. Ja, ist frisch. Mit drin springen warst du schneller. Ist trotzdem frisch. Vor allen Dingen ist es nass.
nur das reicht genug gewaschen. So, ich habe ja bei der, wie hieß es jetzt, Boot und Fun in Water, danke, Geld ausgegeben, davon habe ich ja berichtet. Da unten liegt's. Ich muss es noch aufbauen und dann zeige ich euch, was es ist. Oder ihr guckt einfach zu. Mal schauen. Es dauert jetzt bestimmt ein bisschen. So, das ist es nun also. Eine schwimmende Badeplattform. Ich habe es ja gerade probiert, ihr habt es gesehen, ich habe drauf gestanden. Es ist einigermaßen stabil, rutscht aber leider unter die originale Badeplattform drunter. Und ich denke, ich muss das hier jeweils festknoten, dass es hier ein bisschen Stabilität bekommt. Das ist ein bisschen lose. Aber ansonsten, cooles Teil. So, Abendbrotvorbereitung läuft. Was gibt's, Mutje? Buletten. Die Buletten brutzeln. Gibt noch Tomatensalat dazu. Und was soll ich euch sagen? Uns fehlt eine Schüssel. Jetzt musst du das ganze Obst umziehen. Naja, irgendwas ist ja immer. Jedenfalls kommt da jetzt der Tomatensalat rein. Ich freue mich aufs Essen.